Papa, kannst du das auch? Klar. Wie bitte? Für 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobilüberweisen mit Push dann. Seit wann hat er überhaupt ein Smartphone? Herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen den FC Astoria Waldorf. Ich darf auch ganz herzlich unseren Cheftrainer Flo Schmidt begrüßen. Herzlich Hallo. Willkommen. Hallo. Und von Seiten der Mannschaft heute Mike Vetter. Herzlich willkommen, Mike. Hallo. Ja, Mike, morgen geht es zum FC Astoria Waldorf. Ich habe es eben schon gesagt, auf euch wartet ein Freitagabendspiel, ein Flutlichtspiel, also eine ganz besondere Atmosphäre. Letztes Jahr habt ihr euch unter denselben Bedingungen in Waldorf recht schwer getan, habt einen Unentschieden erkämpft. Was habt ihr euch denn für das diesjährige Spiel und das bevorstehende Spiel am morgigen Abend vorgenommen? Ja, wir haben uns erstmal vorgenommen, mit allem, was wir haben, das Tor, also ein Gegentor zu verhindern. Und das, ja, wir wissen über die Qualitäten der Mannschaft. Also gibt es ja auch einige Spieler wie Steffen Haas, die ihre Qualität mitbringen. Und nehmen uns natürlich vor, dann das Spiel verdient zu gewinnen. Waldorf konnte zuletzt gegen Saarbrücken gewinnen, gegen Hessen-Kassel hat es für ein Unentschieden gereicht. Was glaubst du, welches Spiel euch dort erwarten wird? Ja, es wird ein sehr schwieriges Spiel auf jeden Fall. Weil natürlich Waldorf sich jetzt denkt, ja, Kickers-Offenbach hat zuletzt unentschieden gespielt, davor verloren, jetzt ist ja was möglich. Aber ja, da haben sie sich geschnitten. Gut, dann danke dir erstmal. Herr Schmidt, ja, der Mike hat eben schon gesagt, da haben sie sich geschnitten, wenn sie da hinten, da geht was. Gegen die anderen oberen Mannschaften des Tabellendrittels ist was gegangen, gegen Saarbrücken, gegen Hessen-Kassel. Wie stark schätzen Sie denn den Gegner morgen ein? Ja, das ist erstmal eine sehr gute Einstellung von Mike. Ich bin ja auch die Einstellung in der Mannschaft. Das war noch zu viel. Also eine sehr gute Einstellung von Mike und auch von der Mannschaft, dieses mitzunehmen gegen einen guten Gegner, einen spielstarken Gegner. Die haben ein sehr gutes Umschaltspiel, das haben sie in der letzten Saison schon gezeigt, in unserem Spiel, wo wir 1-1 unten gespielt haben, in Waldorf, hier zu Hause 1-0 gewonnen. Die Mannschaft hat sich jetzt nicht groß verändert, nur punktuell verstärkt worden, ansonsten sehr gefestigt, Astoria Waldorf. Für uns gilt es, unser Spiel durchzudrücken und an den Basics weiterzuarbeiten. Das heißt, dort auch kompakt zu stehen, wieder noch giftiger, noch griffiger auch in die Zweikämpfe zu gehen, bissiger und schneller auch umzuschalten nach vorn. Und ja, diese auch guten Momente, die wir jetzt aus dem Neckar-Elz-Spiel mitgenommen haben, wo wir auch ja, Jungs ins Spiel gebracht haben, in der Breite des Kaders, diese Momente mitzunehmen und auch Struktur zu finden, morgen Abend in einer Aufstellung, die sich ein Stück weit vom Aufgebot her insofern entspannt, dass der Daniel mit größter Sicherheit, Wahrscheinlichkeit spielen kann morgen Abend, das ist wichtig. Er hat heute den Belastungstest positiv überstanden. Also er wird zwischen den Pfosten stehen, wird doch wieder die Sicherheit geben. Die hat der Alexander auch gegeben letztes Wochenende, aber jetzt so von der Persönlichkeit, von der Ausstrahlung her, tut das ja auch der Verteidigung und der gesamten Mannschaft gut, dass unser Kapitän wieder steht. Fragezeichen ist noch beim Nico, das werden wir morgen Vormittag entscheiden, ob das Sinn macht, dass er dann auch mit nach Waldorf fährt. Er laboriert immer noch mit diesem Schmerz, mit dieser Prellung, mit einer sehr, sehr starken Prellung an der Hüfte. Das ist sehr unangenehm, er hat jetzt heute auch trainiert. Wie gesagt, das müssen wir sehen, wie wir das organisieren. Auch für den jungen Matthias kann nicht spielen. Das macht keinen Sinn im Moment, aktuell positiv Fabian Becker. Die letzten 3 Tage im Training, also Teiltraining, heute Mannschaftstraining, sodass wir eine Personalie, eine Option eventuell offensiv, zumindest von der Bank mehr hätten, wenn wir dort morgen gemeinsam entscheiden können, in die und die Richtung geht es positiv. Und dann fahren wir dort runter und wollen punkten. Ja, das ist die Aufgabenstellung und die nehmen wir positiv an, nehmen wir positiv mit. Die Mannschaft ist erfolgshungrig, das hat sie in ganz vielen Spielen auch gezeigt. Klammern wir mal diese letzten 10 Tage aus. Es ist auch nicht alles ganz schlecht, da muss man immer vorsichtig sein, wird alles verdiskutiert und da wird alles kritisch hinterfragt und dies und jenes. Sicherlich fehlt uns
ein Stück weit Struktur auch in der Aufstellung. Da sind es die Spitzenmannschaften, die jetzt im Moment vor uns stehen, die einer Mannschaft, die spielen stabiler mit einer Aufstellung, wo wir durch Stern eben im Moment auch Martin Röser oder Verletzungen dort das kompensieren müssen. Aber das ist auch wiederum eine Stärke, die wir daraus schälen müssen und erarbeiten wollen, weil die anderen Mannschaften, ist im Moment für uns eine komplizierte Situation, die anderen Mannschaften werden diese Situation auch noch erfahren müssen, weil die Saison lang ist. Und da gehen wir das positiv an und wollen morgen Abend in Waldorf gucken. Gut, da wir die Personalsituation schon geklärt haben, gibt es dann von Ihrer Seite aus noch weitere Fragen? Herr Moll. Ja, Stichwort Lukas Menz, da hieß es ja, dass er im Training ist. Ja. Habe ich heute irgendwas gehört, dass sich das schon wieder erledigt hat. Was ist denn da Ihre Aussage noch zu? Ja, zumindest zum einen wollen wir aktiv dranbleiben. Ja, das ist ja die Verantwortung, die ich trage als Trainer, als sportlicher Leiter in dieser Funktion. Da kann ich nicht nur jetzt das Tagesgeschäft beobachten, sondern muss ich auch ein Stück weiter denken. Deswegen haben wir den Lukas Menz eingeladen, der einer der ganz, ganz wenigen aktuellen freien Torhüter war, die auch unserem Anspruch und meinem Anspruch auch genügen, dort sofort zwischen den Pfosten zu stehen. Und wir kennen den Lukas, das hat ja für ihn noch mal mehr gesprochen aus der letzten Saison. Was ich die Tage gesehen habe, ist er da auch noch mal richtig stark geworden, auch von der Persönlichkeit her. Aber dort sind wir auch fair miteinander umgegangen, wie die Situation überhaupt aussieht. Also dass wir dort aktiv am Markt dran sind. Wir hatten gestern noch einen anderen Torhüter im Testtraining. Schlussendlich müssen wir das ja auch wieder seriös bearbeiten. Es hätte ja nur Sinn gemacht, wenn jetzt der Daniel heute gesagt hätte, ich bin nicht spielfähig, wir haben noch ein kleines Problem beim Patrick, so muskulär, so, dann stehen wir da. Ja, also da müssen wir auch mal an den Dingen arbeiten. Das haben wir jetzt abgearbeitet und da waren jetzt beim Lukas dort aktuell, gestern hat sich das entwickelt, eine noch neue Herausforderung, wo er auch schon zum Probetraining war. Ich hoffe, das war unsere Empfehlung von Herrn Fischer und von mir, das müssen wir eben auch offen kommunizieren. Der Wunsch war ja auch ein Stück weit, müssen wir warten und gucken, nee, setz dich ins Auto, wenn du die Chance hast, du kannst nur schreiben, dann mach los. Ja, weil ja das auch für den Lukas Menz und für den anderen, trotzdem dann wiederum, wenn der Daniel wieder gesund ist, ist er die Nummer 1. Punkt. Ja? Also es gibt keine Wir haben von einem anderen Torwart noch gesprochen, der auch noch da war. Jetzt, im Moment, wir haben ja aktuell trotzdem drei Torhüter. Es ist schmal. Wir sind ja auch nochmal auch im wirtschaftlichen Bereich. Selbst wenn jetzt auch der Daniel heute gesagt hätte oder Patrick, ich bin nicht spielfähig, ist es noch nicht so, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestellt wurden. Ja, das ist ja noch das Komplizierte daran. Und jetzt ist es so, dass wir den Daniel im Spiel haben, also davon gehen wir aus. Das ist sehr positiv, Patrick. Und damit werden wir auf dem Transfermarkt zum Wochenende nichts, also heute nichts verpflichten, damit wir morgen gut aufgestellt sind. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite aus? Wir haben es angesprochen, die Personalsituation ist kompliziert sozusagen. Jetzt hat der UFC in den letzten drei Spielen sozusagen negative Erfahrungen gemacht, was Ergebnisse angeht. Die drei haben nicht gewonnen, wenn ich richtig gezählt habe. Wie kann man das ausgleichen in so einer Phase, wenn dann auch noch so viel Bewegung im Kader ist? Was ist dann die Idee? Was ist dann Ihre Idee, um den UFC wieder da hinzubringen, wo er eigentlich hin soll? Ja, wie gesagt, wir dürfen es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Und verdiskutieren. Und alles immer wieder hinterfragen und in Frage stellen. Unkritisch. Und wir sind immer selbstkritisch. Und wir gehen auch kritisch mit den Dingen um, auch intern. Das ist eine schwierige Phase in einer Fußballmannschaft. Und jetzt gilt es halt eben mit so einem Spiel auch morgen Abend. Da brauchen wir nicht ganz weit zurückgucken. Morgen Abend ist der nächste Wettkampf in Waldorf. Und das wollen wir mit einer kompakten, guten, griffigen Mannschaftsleistung gewinnen. Gegen den guten Gegner. Das ist kein Spaziergang. Die haben eine sehr gute Offensive mit Bocic, Kroos,
stehen dort, hat Mike gesagt. Also die sind gut sortiert. Und das ist immer, habe ich auch letztes Jahr gesagt, das sind 50-50-Spiele. Und da wollen wir um dieses 1-3% kämpfen auf dem Platz. Das sind die Basics gefragt, das ist mein Zweikampfverhalten, das ist meine Laufleistung, das sind meine Sprints. Aber auch von der Kommunikation, von der positiven Ansprache her, das brauchen wir einen Tick mehr. Und natürlich kann man das kritisch sehen. Wir haben so und so viele Punkte liegen lassen. Auf der anderen Seite ist trotzdem nach wie vor alles im Lot. Auch mit so einer problematischen Situation, die wir in den letzten 10 Tagen überstehen mussten. Und die haben wir auch überstanden und da geht es weiter. Ist das auch möglicherweise, Sie haben es eben angedeutet, diese Basics sind das Zentrale jetzt, Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und sowas, Zweikampfbereitschaft. Ist das so eine Rückkehr eigentlich zu einem Gedankengut, das man aus dieser Meistersaison eigentlich kannte? Die haben wir auch davor, die haben wir in Mannheim perfekt rübergebracht. Also wir brauchen gar nicht so in die letzte Saison, das ist auch vorbei abgehakt. Ja? Sondern wir gucken nach vorn. Und das ist immer mit das Einfachste, was auch ein Spieler und auch die Mannschaft für sich angehen kann. Bei Fußballspielen kann meine Mannschaft hervorragend. So. Wenn das läuft. Das Selbstvertrauen ist ein Stichpunkt. Das ist, ich muss mir auch selbst vertrauen, also nicht nur der Trainer oder das Publikum oder wie auch immer, sondern ich muss mir sicher sein in meinen Mitteln, in meinen Dingen, die ich tue. Und da geht es eben auch an der Sache zu arbeiten, auch morgen Abend zu zeigen, du willst mich ausspielen? Ja, ne. Weil ich bin dran. Wenn ich mich zu leicht ausspielen lasse, habe ich wieder ein Problem für meine Abwehrspieler organisiert. Also diese Verantwortung zu tragen, ich bin dran, ich bleibe dran. Und nach vorne haben wir alle Möglichkeiten, offensiv Fußball zu spielen. Auch in so einem weniger guten Fußballspiel, was wir gezeigt haben am Samstag letzte Woche, haben wir ein paar gute Möglichkeiten uns erspielt, erarbeitet und das gilt es halt auch wieder morgen Abend mitzunehmen. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite aus? Natürlich, ich muss mehr stellen. Na klar, ne? Das ist doch. Erstmal an Sie, Herr Schmidt, wenn der Mike Vetter hier sitzt, dann darf er sich Chancen ausrechnen, morgen in der Stadt aufzunehmen. Und ich dachte schon, die kommt nicht, die Frage. Das ist quasi ein Klassiker, den ich stellen muss. Mike ist doch eine Überlegung, na klar. Heißt, war ja auch schwierig die letzte Woche für Mike mit der skandalösen gelb-roten Karte in der zweiten Mannschaft und dann noch anschließend draufgesetzt noch eine Verletzung. Sonst hätte er gespielt, auch in dem Pokalspiel und vielleicht auch mit einer guten Leistung gleich im nächsten Punktspiel. Das soll nicht sein. Und der Mike ist eine absolut positive Kraft, geerdet, auch in der Mannschaft, hoch akzeptiert. Und wir wissen, und ich auch weiß ganz persönlich, was wir an dem Mike haben. Und er spielt dort auch für morgen Abend die Überlegung. Ja? Nur ist es auch da gesetzt und dieses jeder will spielen und hat den Anspruch zu spielen. Und das dann eben auch selbst rüberzubringen, diesen persönlichen Anspruch, dann eine gute Leistung zu bringen und möglichst auch noch zu gewinnen. Ja, das ist immer schwierig, ein hohes Ziel. Und das, glaube ich, ist auch für Mike, spreche ich da auch, trainiert gut und ist da auch morgen Abend eine gute Überlegung von meiner Seite. Jetzt frage ich mal Mike selbst, wenn du eine eigene Bewerbung abgeben müsstest, mündliche Art sozusagen, wo würdest du dich denn morgen gerne aufstellen wollen? Ja, das kann ich ja so jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es auf jeden Fall höchste Zeit wäre. Ja, und ein Stichwort, Trainer hat es eben angesprochen, du hast ein paar knifflige Zeiten gerade erlebt, also auch diese gelb-rote Karte, die wohl tatsächlich ein Scherz war, für dich aber mit Mitteln folgen. Wie geht man so damit um? Man ist eigentlich so ein bisschen in der Warteposition, dass man eigentlich oben wieder, also oben heißt, also in die Mannschaft reinkommt und dann passieren solche, ja, passiert sowas und dann auch gleich noch eine Verletzung hinterher. Wie geht man? Ja, man ist am Anfang natürlich schon
schon sauer und auch sauer auf sich selbst, weil ja, die erste gelbe Karte zum Beispiel hätte ja trotzdem ja nicht sein müssen. Ja. Aber im Endeffekt ist es jetzt schon, glaube ich, 6 Wochen her. Ja. Und es ist eigentlich, also spielt jetzt mit meinen Gedanken schon gar keine Rolle mehr. Und Verletzung ist auch komplett sozusagen. Ist komplett. Vergessen. Ne? Vergessen, ja. Ja, ja. Ja, bleibt nur die Frage, wo würdest du dich denn spielen sehen wollen, wenn du könntest, wenn du morgen auf dem Block stehen würdest? Ja, da bleibt mir nur die übliche Floskel, egal wo, Hauptsache ich spiele. Und da sind wir beim Ausgangspunkt wieder. Das Wichtigste ist doch trotzdem, Fußball ist ein Teamsportart, keine Einzelsportart. Jeder möchte spielen. Da gibt es hier und dort ein fragendes Gesicht zu viel manchmal. Warum, 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 warum? Das hat man manchmal so in der Form zu häufig jetzt gehabt, sondern zu sagen, okay, so wie das beim Thomas Franke auch gemacht haben. Der Maike ist ja auch dort sehr geradlinig auch von natürlich ist die Enttäuschung da, ich spiele jetzt heute nicht, ach scheiße, ach, wieder nicht. Aber dann auch diese Entscheidung auch zu akzeptieren und zu tragen. Weil es kann immer passieren, dass ich dann gebracht werde und das ist ja immer die Stärke auch einer Mannschaft und auch der Mannschaft dieses Jahr, dass wir Alternativen und sehr gute Alternativen haben von der Bank. Weil die können das Spiel in die eine oder andere Richtung tragen. Die ersten 10, 11, also 10 plus 1 oder die 11, die bringen das in die eine oder andere Richtung. So. Und jetzt habe ich, deswegen gibt es auch Alternativspieler, keine Ersatzspieler, das setzen ja nicht, sondern die Alternativen dazu. Das kann auch mal ein Superspieler sein, der vielleicht schon so weit ist, aber der hat dann die Aufgabe, dort den neuen Impuls zu setzen. In die eine Offensiv- oder Defensiv-Richtung zu gehen, um halt Stabilität und eine gewisse auch Idee, auch Hoffnung mitzubringen. Jetzt geht es wieder voran, wie es beim Steven der Fall ist. Ja? Unser Edeljoker, in Anführungsstrichen, wenn der Steven sich warm macht, ist trotzdem vom Kopf her bei vielen, die spielen, da geht noch was. Das haben wir ja am Samstag auch wieder gesehen. Ja? Eine letzte Aktion, wenn er dort nicht ins Rutschen kommt, kann es vielleicht am Ende dann doch 1-0 stehen. Ja? Im Gegenzug hatte auch unser Gegner da eine große Chance. Letzte Frage. Stichwort Defensivreihe. Also am Samstag nicht da, aber Sie haben die Formation verändert. Mhm. Inwieweit ist das eine Formation? Immerhin, man kann auch sagen, die Null stand sozusagen. Ist das die Formation, die da auch morgen wieder denkbar ist? Wenn man um Stabilität ringt sozusagen, ist es ja auch mal so aus Sinn, Stabilität in Sachen Konstanz herzustellen in der Mannschaft. Ja, das ist eine Grundidee. Jetzt schauen wir, auf was wir morgen achten wollen vom Gegner her. Wie ist die Spielidee da? Und wenn wir da nochmal ganz schnell zurückschauen auf den letzten Samstag, habe ich ja viele Chancen gesehen, keine Risiken, dass wir dort 4 Spieler ins Spiel gebracht haben mit dem Alex Sebald, mit dem Julian Duda, mit dem Robin Scheu, mit dem Christian Maslanka, weil das auch wichtig ist, dass sie teilhaben an der Gesamtaufgabe, dass sie auch einen Wettkampf haben. Und das haben sie alle 4 sehr ordentlich gemacht. Und jetzt geht es wiederum für morgen Abend, die beste Formation zu finden, in der Defensive, aber auch vom Angreifen her, damit wir dort stabil stehen können, wie ich gesagt habe. Und da ist auch der Julian oder Christian, auch der Mike vor allen Dingen hier, der ist jetzt ganz klar relativ. Und wir werden mit Sicherheit, wenn der Nico zum Beispiel nicht spielen kann, werden wir auch da schon wieder sortieren müssen. Und das kann auch in der Verteidigung der Fall sein. Und das sehe ich aber nicht als großes Groß. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite aus? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche eine schöne Auswärtsfahrt und viel Erfolg beim FC Erste Rolle Waldorf. Dankeschön. Wenn es so ist wie jetzt bei der Pressekonferenz, also am Anfang dachte man, ja, Lars, da geht heute wenig, also wenig im Sinne von, und dann hat er so ein Ende genommen, ist nicht durchstarrt. Gut, so machen wir es.